Hey Leute, hier ist wieder euer Dice und wir spielen eine neue Runde. Nino Kuni. Jetzt hätte ich beinahe was anderes gesagt, aber ist egal. Ja, wir haben beim letzten Mal hier aufgehört. Da vorne kämpfen wir gleich gegen Shaddaa und ich habe Angst. Aber wir haben gespeichert. Eigentlich kann uns nichts passieren. Eigentlich. Ich würde ihm Morgenstern an den Kopf werfen. Wenn schon gesagt wurde, dass das der Zauber ist, mit dem wir Shaddaa womöglich besiegen können, ich werde ihm Morgenstern die ganze Zeit an den Kopf spammen. Hallo, wir sind da. Welcome to Nevermore. Greetings, boy. You have grown strong. Fass mich nicht an. But are you strong enough to defeat me? You bet I am. Surely you are aware by now that if you destroy me, you will be no more. After all, you and I are one and the same. What? What did he say? Er ist doch der Seelenverwandte. The souls of those in this world are connected to those in yours, boy. Live in this world and you live in that world too. But should you die in this world, so too shall you perish in the other. The two worlds are inextricably bound together. Just as we are, my soulmate. Is he serious? No, that can't be true. But that is not all. Because I have gained eternal life, you have been reborn many times over. You should be grateful to me. I see. It all becomes clear. You have no memory of any of this. That wretched sage chose to raise you as a normal child. Well, know this. It was I who gave you life. The fathomless darkness within me required a suitable counterweight. It was for this that you were created, oh pure-hearted one. Now, speak true. Do you still wish to destroy me? What are you going to do, Oliver? Well, he can't fight him. That's for sure. Maybe what Shaddaa says is true. But things just can't go on like this. I've got to put an end to it. And I'm gonna need your help. I want you right there beside me. You what? But Oliver! You mean? Da ist ein riesen Logikfehler drinne. I will say it once again. If you destroy me, it will be the end of you. Do you truly mean to fight? Yeah. I don't care anymore. In that case, let me welcome you to my world. Shaddaa, der Vollstrecker. Sag mal, hat Shaddaa nicht in der Erinnerung von Alicia was gesagt, von wegen, er hat seinen Seelenverwandten umgebracht, eben um damit Come, genau sowas let nicht us passiert? finish this. Und er hat's doch auch überlebt. Warum soll Olli dann jetzt sterben? Wir werden ihm einfach mal einen Morgenstern anwerfen. Da, fang. Oh ja, das macht ordentlich Aua. Esther, du könntest einfach mal heilen. Ach, guck mal, der hat die gleiche Mechanik wie die Albträume.
Sag jetzt bitte nicht, dass du meinen Zauber deswegen unterbrochen hast. Doch, hat er. Okay, das ist ein AOE um ihn rum. Okay, das hätte ich eventuell abblocken sollen auch. Gehen diese Felder vom Boden nicht mehr weg? Böse Böe. Abendstern, what the fuck? Wenn das das Pandor zu meinem ist. Nee. Verdammt, ich seine dunkle Magie hatte. Boah, Alter. Esther, wir müssen was dagegen tun. Und zwar kann ich dir auch gerade sagen, was ich dagegen tun werde. Ich werde Sven aufkratzen und du fängst sofort an zu heilen. Oh, fuck. Na, super. Okay. Proviant. Esther, du wirst Sven aufkratzen. Ich habe ihn aus den Augen verloren. Wo ist er? Okay, 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 okay. Oliver. Dann diesen hier. Ich muss mich gerade echt ein wenig konzentrieren. Nur für den Fall, dass ich jetzt ein bisschen wenig sage. Werde ich jetzt aufpassen müssen. Ah, dass die Kommandos aber auch so lange gesperrt sind. Wenn ich gerade einen Zauber gewirkt habe oder so. Genau das meine ich. Ich habe die anderen hoffentlich noch früh genug reinbekommen. Esther auf jeden Fall. Okay. Au, ah. Du spinnst, will ich dir mal sagen. Mach mal ein bisschen mehr deine böse Böe da. Die geht klar. Ich muss echt mehr auf seine Zauber aufpassen. Okay. Kaltes Feuer, was auch immer das für eine Logik ist. Oh, bitte lass mich weit genug wegstehen. Oh. Unbedingt abblocken, bitte, alle Leute. Abendstern. Oh, fuck you. Tränenschleier? Was ist das? Das hast du ja noch nie gemacht. Okay, okay, okay. Jetzt bloß nichts Falsches machen. Gut, Proviant. Phönix. Bringt alle Verbündeten zu Bewusstsein. Oh. Wenn er das jetzt unterbrochen hat... Er hat's unterbrochen. Ich werd wahnsinnig. Okay, aber ich habe das Item noch. Und die goldene Essenz verschwindet einfach mal. Ja, okay. Okay, das ist in Ordnung. Das ist wiederum nicht in Ordnung. Ach du Scheiße.
Ach du Scheiße. Ich muss mich gerade echt konzentrieren hier. Es tut mir gerade unheimlich leid, dass ich so schweigsam bin. Bis auf Olli. Ich brauche auf jeden Fall Kontrolle über Items. Was mache ich jetzt? Komm, den Espresso. Oh, das habe ich jetzt Esther gegeben. Habe ich jetzt gerade nicht richtig geguckt. Egal, sie kann es auch gebrauchen. Oh, der wird gleich wieder schmeißen. Cappuccino. Esther, du bist so eine blöde Nuss manchmal. Okay, das können wir gut abhaben. Setzen wir den ganzen mal ein Ende jetzt hier. Genau. Halt die Fresse jetzt einfach. Mach doch mal hier komplett alle Angriff. Okay. Oh, ne Dingens. Ich will die haben. Oh, lass mich bitte noch ein bisschen laufen. Ich brauche diese Essenz. Ach, ich hasse euch alle. I should have known. We share a soul after all. But the darkness runs deeper than you know. Much, much deeper. Zweite Phase. Oh, fuck. Ritter der Verdammnis. Dunkelster Dämon der Verzweiflung. Werde ich geheilt? Oh, bitte. Du hast mich doch vorher... Du hast mich... Nein, hast du nicht! Ach, du meine Güte, ey. Das habe ich gerade eben auch vergessen, ich weiß. Der hat nichts zu klauen. Oh, Morgenstern ist so teuer im Mana. Okay. Das könnte gegen den gut sein. Er ist auf jeden Fall unheimlich langsam. Was schon mal positiv ist. Ich meine, Morgenstern ist gut gegen ihn. Da kann man jetzt echt nichts gegen sagen. Ach, der ist so langsam. Problem, was ich habe, ist einfach nur, dass ich das hätte blocken sollen. Ja, ziemlich eindeutig. Ja, ich weiß, das hat wehgetan. Danke. Ach, du meine Fresse, du ahnst es nicht. Du ahnst es nicht. Komm. Aber es wundert mich jetzt ehrlich gesagt, dass er jetzt hier so einen beschwört. Normalerweise sind die Bosse eher dafür bekannt, dass sie dann einfach komplett upragen und sich selbst in irgendwas Tolles, Neues verwandeln. So, machen wir erstmal das hier. Ich hoffe, dass Esther auch noch dieselbe Idee jetzt hat.
Oh, schön, dass du da hinten stehst. Dunkler Schild. Keine Ahnung, was das macht. Mir auch egal. Ehrlich gesagt. Jetzt müsste doch gleich wieder sein Dingens kommen. Oh, der kostet viel zu viel Mana. Naja. Aber ist auch gerechtfertigt, wenn man sich anguckt, was der macht. Ich meine, der macht fast 500 Schaden. Oh ne, das ist nur der dunkle Schild. Der soll mir relativ wurscht sein. Ja, das dachte ich mir. Aber der ist noch echt harmlos. Ey, ich blocke das ab. Das ist ein Give a fuck, ne? Na komm, nehmen wir nochmal so ein Geheimmittel. Wofür hat man's denn, ne? Wenn nicht für solche Bosskämpfe. Nein. Das hat er jetzt gerade nicht so richtig angenommen, wie ich das wollte. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich auch nochmal nach Esthers MP gucken muss. Die macht nämlich schon wieder irgendeinen Blödsinn da vorne. Ja. Okay, der ist hinüber. Na, gibt's noch eine Phase 3? Es gibt auf jeden Fall. Gibt's EP? Nee. Oh, dann gibt's noch eine Phase 3. Scheiße. Oh Mann. So, you have repelled the soldier of my soul. Impressive. But when despair consumes the heart, it gives birth to a power still more terrible. It is despair that will defeat you. You and all else. I am the executor, charged with bringing destruction to this world. Behold the power of the Dark Djinn. Oh, Mist. Aber warum hat er das nicht direkt am Anfang vom Spiel gemacht? Irgendwie kein gutes Gefühl bei dieser Geschichte. Ich würde gerne mal sein Gesicht sehen. Na super. Okay, ich will sein Gesicht doch nicht mehr sehen. Oh mein Gott. Shada, der dunkle Djinn. Das ist also sein wahres Gesicht. Du bist echt niedlich. Wir wurden aber komplett geheilt. Oder? Meine ich das jetzt? Ja, wir wurden komplett geheilt. Ah, okay. Das ist so ein Angriff. Riesen Sternentropfen geklaut. Na, von dem hätte ich mir jetzt ehrlich gesagt ein bisschen... Ah. Okay, ich verstehe. Okay. Teufelskreise. Ah, okay. Ah, der kriegt ordentlich eingeschenkt von Morgenstern. Verzweiflung. Besser mal abblocken. Okay.
ist halt schon... Oh, herrje, 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 herrje. Ich habe das Gefühl, dass gleich was Schlimmes passiert. Olli, du hältst besser die Augen offen. Ach du... Ahnst es nicht. Armageddon! Du hast sie doch nicht mehr alle. Ich hab's abgeblockt. Ja, hallo, bitte weiter, danke. Sven, passt du bitte auf, was da passiert? Esther, lass mich raten, du hast wieder kein Mana. Doch, du hast noch Mana. Dann heil verdammt nochmal. Okay. Okay. Komm, einmal. Morgenstern geht noch. Boah. Den muss ich abwarten, wo die erscheinen. Der macht die Arena auch noch unheimlich klein dadurch, ey. Sven, steh auf, komm. Oh, ich laufe auch noch voll rein. Kann mich mal bitte jemand aufwecken? Ey, das wäre voll Töfte von euch. Nö. Hat jetzt keiner so irgendwie Bock drauf. Aufwecker, Aufwecker, Aufwecker. Augenöffner? Ach, Schlafstörer. Genau den habe ich gesucht. Pillenhieb, okay. Ah. Der hat noch nicht mal getroffen. Gott. Ich bin gerade echt ein bisschen... Komm, Geheimmittel. Ihr dürft doch nicht so weit da vorne stehen, Leute. Umso weiter ihr da vorne steht, umso schlimmer wird's doch. Ernsthaft. Jahrelange MMO-Erfahrung helfen mir hier. MP stellt LP und MP wieder her. Halt Vergiftung. Hab ich nix was? Ich hab irgendwie Schiss, dass der gleich wieder sein Armageddon macht. Oh. Ernsthaft. Da. Also ich weiß ja nicht, was Sven da macht. Teufelskreise. Aber der bekommt irgendwie kategorisch alles ab, aber macht nichts. Halt. Dass er das nicht merken kann, der Kerle. Okay, 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 okay. Ja, Sven. Das passiert halt, wenn man blöd im AOE steht. Und auch nicht rausgeht. Vollidiot. Nee, du machst keine Teufelskreise. Der unterbricht einfach meinen Zauber. Die olle Saudi. Danke, Esther. Hey, aber das sieht jetzt so aus, als wäre es das Ende. Okay, kriege ich Erfahrung? Bitte gib mir Erfahrung jetzt. Ja! Wir haben Shaddaa besiegt! Wir haben Shaddaa besiegt, wir haben Shaddaa besiegt. Entschuldigung. Oh, Leute, ey.
Ich kann jetzt gleich erstmal duschen gehen. Shaddaa ist tot. Und da kommt jetzt bestimmt eine Zwischensequenz. Und ja, die werden wir uns jetzt auch in dieser Folge noch angucken. Oh. Ein mächtiger horizontaler Schnitt für gegnerischen Flanken physischen Schaden zu. Ja, ne? Komm, machen wir das. Alter! Tschüss! Hä? Einfach weg, oder wie jetzt? Was ist jetzt passiert? Okay, wir sind im unendlichen Nichts. Are you still at it? Don't overdo it, will you, Lucien? I'm not stopping till I've mastered Cloudburst. I've still got a long way to go, you know. I have to do my bit. Protect my homeland. Defend the people of Bellicosia. The order has been given. We are to invade Rubicon on the Halcyon border. We march on the morrow. The town that is a sanctuary must be eliminated. Spare no one, women and children included. An invasion? Women and children? Why? Why must we go that far? This is wrong. This is not why I studied magic. This is all wrong. Alicia. We must get away from here. Gods, please let me save someone. I'm scared. Here, take this. It will protect you, I promise. Now you must flee from here. Oh, I'll try. Thank you. Gaze upon the scene before you. You know what it signifies, I trust. But why? Why do this? My village! Everyone's homes! Why? This is your punishment. You made no attempt to engage the enemy, disobeying direct orders. Worse, you let the sage's daughter escape. I need hardly add that she would have proven a most useful pawn in this war. The sage's daughter? You mean that girl was... Oh, don't you worry. We'll get her soon. Damn you! Us? What I did. Was it wrong? Was it my fault? Was it my fault they were killed? Idiot! You couldn't even save one such life. You know full well that girl is dead already. What the hell is the point? Why did I even try? There's no good in this world. Only despair. Embrace your despair. For when despair devours the heart, it gives birth to the power of hatred. It is despair that will overwhelm this world. You are the executor, charged with bringing destruction to this world. I dub you the Dark Djinn. Wow. Das geht alles gerade ein bisschen durcheinander. Aber was für ein Twist plötzlich. Was war das? Lucius. Er war so traurig. Du hast es auch gesehen, Junge. Es sollte mich nicht überraschen. Schließlich sind wir miteinander verbunden. Shaddaa. Lass mich dir eine Geschichte erzählen. Vor langer Zeit gab es einen Mann, der betete. Er betete für ein Ende des Krieges. Und er betete um Macht.
die Macht, sein Ziel zu erreichen. Doch seine Gebete wurden nicht erhört. Der Mann wurde zur Verzweiflung getrieben. Seine Verzweiflung wurde zur Macht, nach der es ihn so sehr verlangte. Und der dunkle Djinn war geboren. Der Mann vorhin, das warst also wirklich du. Es ist eine Erinnerung, die ich nicht aus meinem Gedächtnis löschen kann. Shada, nein, Lucius. Wenn es das war, was du wirklich wolltest, wieso solltest du versuchen, die Welt zu zerstören? Weil es meine Aufgabe ist. Mein Schicksal. Ich bin der Vollstrecker. Der Vollstrecker? Was bedeutet das? Doch diese Aufgabe ist zu Ende. Ich muss diesen Ort verlassen. Aber das kannst du nicht. Was ist mit dem wahren Du? Du musst meine Gründe nicht erkennen. Oder nicht kennen. Wisse nur, dass ich gehen muss. Doch du bist dazu bestimmt zu bleiben. Was? Die Verbindung zwischen unseren Seelen, sie muss getrennt werden. Oh, das geht so einfach. Hätte ich nicht gedacht. Wie? Aber wir, ich meine, unsere Herzen, das kannst du nicht. Sei du selbst, Oliver. Und nur du selbst. Alter Schwede. Was hab ich da gerade gesehen? Oliver! Can he really? Can he really be gone? No, 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 no. Huh? Oliver! You're all in one piece, man! I'm not dreaming this, am I? But what about Shaddaa? He could still be here. No, he's not. Huh? Shaddaa, he's gone. What? But... He wanted to protect the world. He could have fooled me. It's true. I saw into Shaddaa's heart. I saw it all. Shaddaa, no. I mean, Lucien. The truth is... Der schreckliche Zauber des dunklen Djinns wurde von dem magischen Begleiter hinzugefügt. Abendstern erhalten! Yes! Okay. Wow. Und so endet die Geschichte von jenem, der die Welt zerstören sollte. Es ist ein einsames Schicksal. Doch das war es immer schon. Ich war immer schon allein. Du bist nicht allein. Alicia, dein Sohn ist nicht mehr hier. Oder bist du gekommen, um mich zu verhöhnen? Nein, ich bin gekommen, um mit dir zu sprechen. Worüber willst du sprechen? Du weißt nichts. Ich weiß alles. Was? Ich reiste in die Zukunft und sah eine Welt, die vor dir zurückscheute. Die Leute hatten immer noch Angst. Doch eines hat mich überrascht. Es war ein friedliches Zeitalter als jenes, aus dem ich kam. Es gab keinen Krieg. Das war es, was du wolltest. Du wolltest unsere Welt beschützen, selbst nachdem du zum dunklen Djinn wurdest. Du, wie kannst du es wagen? Du kennst mich nicht. Oh, und ob ich dich kenne? Du... hast mich gerettet. Du hast mir das Leben gerettet. Und du hast mir das hier gegeben. Nein. Das kann nicht sein. Du kannst es nicht sein. Dank dir habe ich viele Welten gesehen. Und ich habe viele glückliche, sorgenfreie Tage erlebt. Und jetzt habe ich dich wiedergefunden. Meinen Retter. Aber an jenem Tag. Sie haben dich gefangen. Ich konnte nichts... Du wolltest dem Krieg ein Ende setzen. Also hast du alles zerstört, selbst dein eigenes Land und seine Einwohner. Denn der Krieg war ihr Werk. Und so hast du mich befreit. Ich wollte... Ich weiß, was du wolltest.
Ich weiß, was du vorhattest. Deshalb habe ich versucht, dich aufzuhalten. Ich habe so lange gewartet. Und doch war es am Ende nicht ich, der den Frieden gebracht hat. Es war jener, der mich zerstört hat. Aber nicht mir war es bestimmt, dich zu besiegen. Sondern Oliver. Für das, was ich getan habe, gibt es keine Vergebung. Ich wusste es. Ich wusste, dass es falsch war. Doch die Verzweiflung hatte mich verzerrt. Ich konnte keinen anderen Weg erkennen. Und dann... Die weise Königin. Du hast es gewusst. Nun ist es vorbei. Das ist es. Es ist endlich zu Ende. Vielen Dank. Ich danke dir dafür, dass du Oliver zu seiner Bestimmung geführt hast. Was hätte ich anderes tun können? Unsere Schicksale waren miteinander verknüpft. Auch ihm muss ich Lebwohl sagen. Warte hier auf mich. Mein Retter. Hä? Total Brainfuck gerade. Die springen mir gerade zu sehr durch die Zeiten und Welten. Kommt gerade nicht klar. Oliver? Mom? You've grown so much, Oliver. Mom! I know you'll be fine now. You don't need me to look after you anymore. Oliver? You did so well, sweetie. This is a pendant someone gave me a long time ago. I know. I want you to have it. Don't cry now, Oliver. It's going to be all right. I'm so proud of you, my beautiful son. Goodbye. Oi, Holly boy! What are you doing? Had a nice nap. You're all here! Where else would we be? You just collapsed all of a sudden. We were worried. Sorry. Get a load of that. It's so beautiful. It's like everything's awoken from a long sleep. Isn't it? So our tale's at an end. Mom, you gave me the greatest gift of all. My life. Right, you lot. What's next? Let's go see what's going on in the world. Yeah, things should be back to normal now, huh? Only one way to find out. Tidy. Oh, that one. Wow. War's das jetzt? Aber was ist mit der Königin? Ich meine, das Spiel heißt hier, ne? Irgendwas mit der weißen Königin. Ich bin gerade ein bisschen. Hä? Sie haben eine Trophäe verdient. Gin und weg. Okay. Ich schnall's nicht. Ich komme gerade voll nicht klar. Hä? Okay. And that was the story of the Dark Djinn. Yeah. In the beginning, Shadara wanted to protect the world. And in the end, his dream came true. It's over, Lucien. Ich versteh's nicht. That's right. Isn't it, Mom? Der wollte die Welt zerstören, um die Welt zu retten. Look at the big house. It's a castle, Amanita. And look,
What is that? Look how the water pours from it. Wait for me! Well, I've done my preparations for the display. Suppose you've been sat on your backside, Roman. Oh, you got some cheek? Don't you worry, I've got everything under control. But you've been sitting down all morning, and you reckon you've set up all your fireworks? That's right. Now, let's show this town what we've got, Catherine. Time to start this party with a bang! Your Majesty, the celebrations are about to commence. Ah, yes, but one cannot cut corners when it comes to grooming, honestly. It will only take one moment. But there's no time, Majesty. A moment, one said. One simply must clean one's ears. Where did one's world ear cleaner? Ear cleaner? But your Majesty. King Iggory, hurry up. Calm down, you little pipsqueak! I'm still black and blue after battling you-know-who! Don't worry! King Dog's sure to call a ceasefire today! Yeah! Come and get it, you mangy mice! Doesn't that brat know I'm royalty?! Tiny is a proper party! Ho ho! Just like home! This is what Shadar wanted, isn't it? To see the world at peace. Well, so Oliver tells us. I bet he's up there watching now. Him, you and Mal. Yeah. I just know they are. Now, I wonder if the Caliph from Markasan have arrived yet. Well, they're busy people. There's still plenty of time. Which means we've got time to enjoy ourselves. Am I right, Dolly boy? Yeah. Okay, liebe Leute, ich muss mir jetzt erstmal über das Gesehene Gedanken machen, kurz. Die Folge hat auch ein wenig Überlänge gerade bekommen. Ja, keine Ahnung, was wir gerade gesehen haben. Ich werde jetzt erstmal kurz eine rauchen gehen, werde mir Gedanken drüber machen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ja, liebe Leute, ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, Kommentare unter diesem Video sind wie immer gerne gesehen. Bleibt anständig und bis zum nächsten Mal.